Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 51 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zu Nonsens Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Diese Woche allerdings ja eine kleine Ausnahmesituation, denn das Schnitzel der Entscheidung läuft eine Woche vor der Wahl. Auch hier in Ihrem Programm und in dieser Sendung können Sie sich informieren, welche Standpunkte Mike Moring und Bodo Ramelow für die Zukunft unseres Landes haben. Das Schnitzel der Entscheidung hier auch in Ihrem Regionalfernsehen. Deswegen Nonsens diese Woche komplett politikfrei. Hätte ich gerne gesagt. Stimmt aber nicht. Wir machen nur ein klein bisschen anders Politik. Ich lade Sie ein, und zwar zum politischen Aschermittwoch 2020 in Suhl. Seit diesem Montag gibt es offiziell Karten. Und egal, ob Sie jetzt in Altenburg, Jena oder Erfurt zugucken, Sie können gerne auch in Suhl anrufen und sich Ihr Ticket für den 25. Februar 2020 sichern. Und da werden Sie mit Sicherheit auch einem Mann begegnen, den ich heute ein bisschen näher vorstellen will. Vielleicht kennen Sie ihn noch nicht, vielleicht kennen Sie ihn aber doch. Es ist Joachim Scheibe und der sieht so aus. Oh, Biberl! Na, wollen wir mal schauen? Ich meine die für Suhl, nicht für die Frauen. Ich hoffe, sie wandern bald dicht und dichter, die Laternenmasten Pappgesichter. Mein Gestaltungsvorschlag ist parat, für jeden Bewerber noch Format. Eieiei, Herr Sauerbrei. Jetzt müssen wir mal eins klarstellen. Du bist immer noch im SCC. Und du bist aber kein Präsident mehr, kein aktiver Präsident mehr, sondern? Ehrenpräsident. Ehrenpräsident. Was hat man da für Aufgaben? Zu repräsentieren. Also, naja, ich habe das als Präsident habe ich ja aufgehört, vordergründig aus gesundheitlichen Problemen, aber auch weil die Situation so war, wie sie war. Und dann habe ich mich ein wenig zurückgezogen. Aber wenn einen der Bacillus einmal gepackt hat, dann ist da halt kein Kraut gewachsen. Und dann habe ich halt wieder angefangen, Büttenreden zu schreiben, und den Rest kennst du. No, aber das macht immer noch Spaß, oder? Ja. Das kann man nicht lassen, oder? Naja, es ist ja im Grunde die einzige Möglichkeit, denen, die da unten sitzen, also ich meine die Politiker, mal etwas ins Stammbuch zu schreiben, was sich sonst keiner zu sagen traut. Deutschland hat gewählt, beginnt mein Satz und endet, es war für die Katz. Auf dem Weg das erste Stück hin zur Bananenrepublik. Also Union und SPD war Volkes Wille, das verstand selbst der Dümmste ohne Brille. Na, der Schulz nicht, denn der sah sich schon als Klugscheißer in Opposition. Während Schulz und seine Genossen kneifen, wollten die Grünen und die Gelben pfeifen, auf dem Trittbrett nach Jamaika reiten. Aber der Furz war größer als das Loch bei beiden. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du da oben stehst und unten stehen die Leute auf und batschen? Das weißt du selber, wenn du allein auf dieser 37 Meter langen, ist ja glaube ich die Bühne, ja, da oben stehst. Aber Standing Ovations, regelmäßige. Ja, da ist doch nicht. Ein erhebendes Gefühl, wenn sich sozusagen die Besucher vor dir verneigen, vor dem, was du dir ausgedacht hast, was du zu Gehör gebracht hast, auch wenn im MDR so manches weggeschnitten worden ist, aber glücklicherweise hat ja Rennsteig TV das komplett übertragen. Thüringer Fußball, ein Plaisir, Erfurt, Jena, Liga 4. Loser Leistungszentrum, wie man spricht, da ist pro Club eine neue Arena Pflicht. Ei in die Mitte, langt leider niert, weil man sich beim Duschen füreinander geniert. Aber der Steuerzahler hat noch Glück.
Nein, 50 Millionen kostet es pro Stück. Und wenn es wie immer heißt, das wäre nicht alles, da verzichtet man gern auf Kita und Soziales. Für Thüringen und Klasse 4, Bodo, Geld, das schaffen wir. Suhl strahlt, man sieht es weit und breit, für lauter Ortseingangsdunkelheit. Und konkurriert so, ich so als Basch, mit der Finsternis im Bärenarsch. Also du kommst nach Suhl mal laut gedocht, da ist es überall Kühnocht. Der Tourist fährt das nicht schlimm, denkt in Suhl ist scheint's kein Mensch daheim. Also drauf aufs Gas und her ist schnell, beispielsweise beim Erbfeind Zell. Ganz ehrlich, wo hängt dein Herz mehr? Mehr am Karneval oder mehr im Fahrzeugmuseum? Naja, das ist schon, da gibt es schon noch einen Unterschied. Ich bin ja Kraftfahrzeugingenieur geworden, weil ich das von Anfang an als meine Profession gesehen habe. Mein Vater hat mich schon zur frühesten Zeit, da war ich 5 Jahre, zu jedem Rennen mitgenommen. Ich bin also Motorsport begeistert ohne Ende und da hat sich die Liebe zum Motorrad natürlich daraus entwickelt. Und das konnte ich nun auch ausleben, zumindest 30 Jahre lang. So lange war ich nämlich bei Simson tätig. Dann ist leider ein abruptes Ende durch die Treuhandanstalt in Berlin organisiert worden. Das war weniger schön. Das ist die legendäre Szene. Ich erinnere mich noch genau, wie meine Vorfahren, mein Großvater immer gesagt hat, Jung, ich habe also eine Zahne gehabt, die hat 17 Gänge. In Wahrheit sind es 18. Das Motorrad ist ein besonderes Exemplar mit einem Alba-Motor aus Stettin, der kein Getriebe hatte. Und die Zähners haben sich da etwas Besonderes einfallen lassen. Wenn Sie so wollen, der Vorgänger des Automatikgetriebes. Ich war ja als Jungingenieur in der Kammer der Technik, der damaligen Ingenieurorganisation. Und die machten einen Karneval und da haben sie nun Leute gesucht, die mitmachen. Und da ich mich nun durch meine Großeltern inspiriert, so ein bisschen mit der Suhler Mundart befasst habe, habe ich mir überlegt, Mensch, da könntest du eigentlich mal eine Bütt machen über den Tagesablauf oder an den Wochenablauf eines Jungingenieurs bei Simson auf Sühlerblatt. Und das habe ich gemacht. Und da saßen die beiden Rebhähne, deren Vater war ja Chef der Kammer der Technik bei uns. Die saßen mit dem Publikum und da haben sie mich angesprochen, ob ich denn nicht im Verein mitmachen würde. Das habe ich natürlich gemacht. Und dann bin ich seit 1977 jedes Jahr anfangs 5 Tage lang in die Bütt und dann später ist es etwas weniger geworden, weil die Veranstaltungen weniger wurden. Goethe sprach, es werde Licht, nur bei den Sühler freien Wählern nicht. Der Knapp macht Straßen hell, es ging wie geschmiert, nahe zwischen Suhl und Malme schniert. Dort haben die freien Quäler Front gemacht, welche in Europodog bleibt dort Kühnacht. Frau Stadtrat IE, scheinbar noch fit, will halt, dass man den Hausfreund noch nicht sieht. Gleich geht's weiter hier bei uns mit Joachim Scheibe bei Nonsenf. Nochmal die Einladung zum politischen Aschermittwoch in Suhl. Die Tickets gibt es seit dieser Woche. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 51 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.
Willkommen zurück bei Nonsens, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Das Schnitzel der Entscheidung, unser Interview mit Bodo Ramelow und Mike Moring, läuft in dieser Woche auch hier im Regionalfernsehen. Und deswegen haben wir ein komplett anderes Thema diese Woche für Nonsens gewählt. Es geht zwar auch um Politik, Politik allerdings mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet, mit Joachim Scheibe, den Sie auch zum politischen Aschermittwoch 2020 treffen werden. Unser Sühler Verkehrsstrom Zukunftsahner. Der OB hält sich jetzt Schmalspurplaner. Und die wissen es natürlich ganz genaue vierspurige Chaussee bracht in Suhl-Kessau. Prompt werden die Ästenstimmen laut, Balvür alles zurückgebaut. Aber Jens sei konsequent dabei und spart das Geld für den Rückbau auch noch ein. Nutzt wie früher die Erlebnisgasse, Lauwetter und Mühldorfstraße. Hängt aber schon dann doch irgendwie das Herz dran. Naja, klar, und das war ja nun zu DDR-Zeiten noch mehr als heute die einzige Möglichkeit, mit deinem Vortrag die Leute etwas denken zu lassen, was du nicht sagen durftest. Das war ja der Clou bei dem DDR-Karneval. Und da haben die Leute förmlich drauf gelauert, dass wenn er irgend so eine Sache loslässt. Es gibt ja viele Beispiele, wenn du mal an das Thema Glasnost denkst. Ah, oh, herrlich. Da saßen wir in der Kreisleitung, mussten unsere Reden vortragen, probeweise. Und der Blecki, also der Werner Haddad, hatte eine Rede gemacht über das damalige Thema, allgegenwärtige Thema Glasnost Perestroika. Und es war nicht erwünscht, dass diese Worte gesagt werden. Die damalige Sekretärin für Kultur verfügte, dass das Wort Glasnost nur zweimal in der Rede vorkommen darf. Da sind wir nur alle mit hängenden Ohren aus der Kreisleitung raus. Und der Blecki hat natürlich die geniale Idee gehabt. Ja, dann hat sich hingestellt, gell? Hat sich hingestellt, hat, wenn einer an das Glas nost, also da an das Glas haut, das ist im Suhl so ein stehender Begriff, und dann wussten alle Leute, was gemeint war. Und da hat er schon alle Lacher gehabt. Da haben die vor allen Dingen deshalb gelacht, weil sie wussten, warum er das macht, weil es ihm verboten war. Genau. Und damit haben sie sich selbst ad absurdum geführt, die Genossen von der Partei, weil sie nämlich hintenrum ausgenockt worden sind. Oder denke ich an die Landung von Matthias Rust auf dem Roten Platz. Hatten wir extra einen Flieger gebaut, der in der Stadthalle auf der Bühne landet am nächsten Tag. Also den ersten Veranstaltungsabend ging es, am nächsten Tag war der Flieger fort, hat die Staatssicherheit weggeholt. Aha. Und da kam dann der Michael Rebhahn so rein und hat da so seine Figurchen gemacht. Da wussten wieder alle, was los war. Das war der feine Sinn beim DDR-Karneval. Heute musst du richtig draufhauen. Ja. Und das macht auch Spaß. Also früher wusste man, dass es zensiert wird. Aber heute wird es halt hintenrum gemacht, indem nun die paar Dinge, die politisch brisant sind, einfach mal weggeschnitten werden. Es gibt immer mal in so einem Beitrag auch eine Sentenz, die weniger brisant ist. Mhm. Die könnte man ja auch mal weglassen und könnte die brisanten Themen bringen. Beispielsweise, als ich mich darüber echauffiert habe, dass im Fernsehprogramm von früh bis abends Kriminalfilme laufen. Mhm. Und sogar in den Nachmittagsstunden schon. Und wenn dann auf dem Schulhof irgendwas los ist, dann sind sie alle hell entsetzt. Ja. Das deutsche Fernsehen, ein Skandal von früh bis nachts, na Kriminal. Fette Sokos, Wismar bis nach Wien, 12 Tatorte bis Weimar hin. Inspektor Barnaby und noch viel schlimmer, Wilsberg oder Mord geht immer. Bozen, Krimi und so fort. Last but not least, dann not Mord. Kommissare sind meist zarte Weiber als eisenharte Gangstertreiber. Immer schön blutig und brutal, für Kinder und Jugend ganz normal. Aber dann wird Entrüstung laut geheuchelt, wenn auf dem Schulhof schon gemeuchelt. Anstifter sind die uns bekannten und von uns bezahlten Fernsehintendanten. Ins Dschungelcamp gehören die Nei. Ei, 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 Herr Sauerfrei. Also ob CDU oder die Linken oder
SPD. Weil bei deiner Rede habe ich immer das Gefühl, es kriegen alle eins mit. Ja. Ja, wer es halt ein bisschen mehr verdient hat, kriegt mehr eins mit. Das ist halt so. Ja. Ich rede ja nur über das, was mir als normalen Menschen im täglichen Leben auffällt. Jetzt mal eine saublöde Frage. Fühlst du dich irgendwie so parteilich zu irgendeiner Seite hingezogen? Nein, das kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Ich war einmal in einer Partei, da musste ich rein, weil ich den Job haben wollte als Chefkonstrukteur. Und das habe ich auch ausgehalten bis zum Schluss. Aber noch einmal nicht. Wo ich Sympathien finde, gehe ich mal gucken, aber ich werde nie wieder Parteimitglied werden. Flugplatz BER, Prestigeobjekt. Man könnte gedenken, die Dummheit hat gehackt. 15 Millionen pro Monat jetzt für Nis, das versteht der Rentner ganz gewiss. Dietrich Schulzin, Knast, wünschte ich mir sehr. Oder hätte Berlin ja keine Regierung mehr. Oder man delegiert die Verantwortlichen mal zum Donald Trump nach USA. Für seine Mauer wären die einwandfrei. Eieiei, Herr Sauerbrei. So, das Wurscht aus unserer Prachtregion, die Zeit wird knapp, das merkt ihr schon. Frohe Ostern, schönen 1. Mai wünscht der SCC samt Sauerbrei. Sulli, Sulli! Herzliche Einladung also nochmal zum politischen Aschermittwoch am 25. Februar 2020. Seit dieser Woche gibt es offiziell die Tickets, zum Beispiel in der Touristinformation Suhl oder in den Geschäftsstellen der Zeitung Freies Wort. Wenn Sie also mögen, rufen Sie gerne da an und sichern Sie sich Ihr Ticket. Dann sind Sie auch mit dabei, wenn diese Veranstaltung nächstes Jahr dann stattfindet. Noch ein kleiner Programmhinweis, diese Woche das Schnitzel der Entscheidung, unser Interview mit Bodo Ramelow und mit seinem Herausforderer Mike Moring auch in diesem Programm. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie fröhlich. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 51 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.